Bonjour Leute, willkommen zurück zur nächsten Partie. Wir müssen Tempo machen. Eine kurze halbe Stunde habe ich noch ungefähr Zeit für den nächsten Part. Und das passt ganz gut gegen Stardren. Wir spielen im 4-4-2-System. Warum? Die Scouts haben auch gesagt, dass sie da am anfälligsten für sind. Und ja, so hat es jetzt eh nicht schlecht funktioniert. Wir versuchen es. Haben dann natürlich noch die Möglichkeit, dass wir auf ein offensiveres oder ein ballbesitzorientierteres System gehen. Aber wir werden jetzt einfach mal schauen, wie die Jungs sich so schlagen. Also gegen Stardren bin ich natürlich, ja, sagen wir mal, nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt mit Punkten. Die haben schon einen richtig starken Kader. Also wenn die ein Angebot machen würden, würde ich mir sogar überlegen, ob ich da hingehe. Haben halt viel mehr Potenzial als Ajax so. Darf ich natürlich nicht zu laut sagen. Aber auch wenn man sich die Mannschaft anschaut, Djorkaeff, dann Rodri, der Stürmer. Wen kennen wir noch? Zuccolini kenne ich noch, der war glaube ich bei Newcastle. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schießt er relativ gut und platziert. Ich glaube, das ist der, ja. Jo, guter Anfang. So, schöne Balleroberung, Clement. Der Pass war richtig stark. Widmer schafft so wie im 1 gegen 1 gegen André nicht. Saint-Ruf antizipiert aber gut und wir bleiben im Ballbesitz. Clement gibt die Ecke. Natürlich echt schade, dass wir so früh in Rückstand geraten sind. Wenn man das Ganze rauszögern kann gegen einen stärkeren Gegner, dann kann man den Gegner halt auch, ja, nervös machen quasi, dann werden sie auch von der Körpersprache, ja, das merkt man, unruhig. Und ja, das wäre natürlich ideal. Je länger es 0 zu 0 steht, desto größer stehen natürlich die Chancen, etwas mitzunehmen. Das ist allein schon mathematisch bedingt, würde ich mal sagen. Das war nix. Zu zweit schaffen sie es, ihn vom Ball zu trennen. Und jetzt wieder die Chance im Angriff. Clement ist mehr oder weniger auf sich allein gestellt, versucht aus der Distanz. Interessanterweise haben wir 4 zu 2 Torschüsse, jetzt 4 zu 3. Und trotzdem nur zu ca. 34% Ballbesitz. Nuri jetzt mit Gelb. Ach, schade. Das hätte ich ihm wieder gegönnt, wenn der es trifft. Also sollte ich Massou und Fernando nicht verkaufen können, dann werde ich beide von der Transferliste nehmen, weil ich einfach will, dass die Moral sonst halt relativ weit oben ist. Und er haut ihn an die Latte. Und dann bewerten wir die Saison einfach im Sommer nochmal neu und warten einfach ab, wie es weiterläuft und was sich bis dahin so tut. Dadurch, dass unser zweiter neuer Stürmer ja noch beim Afrika Cup ist, wird es auf jeden Fall genug Einsatzzeit für die beiden noch geben. Es dauert ja, ich glaube, je nachdem, wie lange sie im Pokal dabei sind, also gute Nationen, da kann es halt schon sein, dass die Spieler bis Mitte Februar ausfallen. Ich glaube, er ist aus Mali, da ist die Chance nicht ganz so hoch. Also ist jetzt keine Elfenbeinküste oder Kamerun oder Nigeria. Oh, Klammer. Aber wir spielen das echt gut. 9 zu 3 Schüsse. Wir sind definitiv die stärkere Mannschaft. Umso nerviger, dass wir dieses blöde Tor kassiert haben. Das ist wieder mal ärgerlich.
Okay, Außennetz. Nicht ungefährlich, aber gut. Die haben so eine Klasse. Ich erwarte von euch eine bessere zweite Halbzeit und wir gehen bei ihm auf Zielspieler, glaube ich jetzt mal. Ich gehe beide auf Unterstützen. Kané, Alter, ich weiß ja nicht, hey. Seltener Dribbeln. Es ist Wahnsinn, in wie vielen dämlichen Situationen die Jungs den Ball verlieren. Aber das ist bei mir generell in jedem FM-Spielstand so, kommt mir vor. Auf, nee, nee, aufmuntern nicht, beruhigen. Den muntern wir auf. Ja, der hat keine Anspielstation, hier ist. Es ist jeder Pass riskant irgendwie, man sieht so wie jetzt, weil der Gegner sofort daneben steht. Ja, Clément. Gefällt mir ganz gut. Es sind zwar viele Einzelaktionen, aber die sorgen für viel mehr Gefahr als viele andere. Jetzt vielleicht die Konterchance Widmore. Ja, beinahe ein Eigentor steht da von Diallo. Das war wirklich riskant. Nur jetzt geklärt. Nächste Ecke. Ich werde aber auf jeden Fall im Mittelfeld was machen. Zwei gelbe Karten machen mich sonst ein bisschen zu nervös. Ich habe schon im Kopf, was ich mache. Schauen wir mal, ob das klappt. Vom System her glaube ich, dass ich nichts ändern muss, weil wir nicht schlecht unterwegs sind. Ja, ich nehme Free Cash jetzt raus. Ich mag das nicht riskieren. Ich habe bei jedem Zweikampf Angst. So, wir gehen auf einen zentralen und auf einen Ball erobern. Gehen wir aber auf Unterstützen. Und ich bringe rechts Cavalli und werde den als äußerer Spielmacher einstellen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Das heißt, wir bringen einen 16-Jährigen und einen 36-Jährigen. Nee, keine Ahnung. Sorry, dass ich da auf den Tisch schaue. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ist für euch. Aber das ärgert mich einfach so, weil wir eigentlich richtig gut gespielt haben und dann kriegen wir hier wieder so ein dämliches Tor. Ja. Aber das ist die Klasse von Stadren. Die brauchen diese Überlegenheit nicht. So, wir gehen jetzt auf mehr Pressing, enger Decken und mehr in die Zweikämpfe. Und wir werden noch weiter aufrücken. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mehr tun. Es ist die 60. Minute. Zwei Tore Rückstand ist natürlich saftig. Von der Statistik her sind wir sogar überlegen. Ich finde das echt schade einfach. Ich bin da gar nicht zu enttäuscht oder so. Jo, auch gefährlich. Clément mit der nächsten Chance.
vielleicht doch keine gute Idee. Die bringen einen langen Ball nach dem anderen und sorgen für Gefahr. Ein bisschen warte ich noch. Theoretisch könnte man noch offensiver werden. Ich glaube einfach, dass es in dem Spiel nichts bringt. Ich glaube, dass egal ist, was ich jetzt mache. Die haben einfach eine. Zum einen haben sie jetzt natürlich auch das Glück auf ihrer Seite gehabt, aber die haben einfach mehr Klasse. Ist halt so. Ich glaube, im Fußball gehört auch einfach dazu, dass man solche Dinge anerkennt. Zu sagen, dass es schade ist, aber dass der andere einfach besser ist. Wir werden das trotzdem jetzt mit dieser Formation probieren, vor allem weil ich die schon lange nicht mehr gespielt habe. Deswegen möchte ich es eben probieren. Ball erobernd passt. Ich möchte hier nicht unbedingt Box to Box. Oder wie stark ist Cavalli defensiv? Oh, gar nicht schlecht. Gut. Stelle die beide auf Angreifen. Schauen wir mal. Ist ja generell eine Taktik, die ich so gern habe, jetzt mittlerweile dieses 5-2-3. Oder 3-5-2, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich kriege es im FM irgendwie nicht hin. Vielleicht müsst ihr mir echt mal Zeit nehmen und mich da ruhig hinsetzen. Ich bin ja nicht unbedingt Fan davon, mir Taktiken runterzuladen. Ich finde, das verfälscht das ganze Spielgefühl total. Massou bringen wir noch rein. Ja, Gourcuff kann Freistöße schießen. Jo, 0 zu 2. Ich bin mit der Leistung an sich nicht unzufrieden. Das sage ich Ihnen auch ganz vorsichtig. Ihr habt heute Abend Pech gehabt. Sie sind entspannt und motiviert. Ist mir ganz wichtig und ja, was da drin. 38 Punkte, so viel sind die jetzt nicht vor uns, 8 Punkte. Ist halt schade, wir sind 7 Punkte vor einem Abstiegsrang. Rang 11 ist natürlich nicht unbedingt das, was wir ja, erreichen wollen. Das heißt, Ziel ist natürlich, dass wir mehr als das zusammenbringen. Aber wir haben ja noch Zeit bis zu Ende der Saison. Ich bin auf jeden Fall neugierig, wie weit wir noch kommen. Vor allem bin ich auch neugierig, ob wir weiterarbeiten dürfen vom Vorstand aus, selbst wenn wir jetzt nicht mehr weiter vorkommen sollten. Und ich bin auch neugierig, ob vielleicht das ein oder andere Angebot für uns reinkommt. Ich meine, dazu müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen stärker werden, aber könnte ja passieren. Wir werden sehen. So. Und jetzt ist in Kürze, hier sehen wir es dann, die Transferphase zu Ende. Am Freitag, am 2. ist das anscheinend der Fall. Das heißt, bis dahin könnte sich noch was tun, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ich glaube weder, dass wir noch wen holen, weil einfach das Geld nicht da ist, noch, dass wir jemanden abgeben, weil das Interesse einfach nicht da ist. Aber schauen wir mal, am Ende des Transferfensters tut sich immer wieder plötzlich was. Also vielleicht haben wir noch Glück. Also Geld wäre auf jeden Fall wichtig. Ich wäre mittlerweile sogar dafür, dass Sissé den Verein verlässt. Aber ich glaube, da ist gar niemand mehr dran. Der hat auch komplett abgebaut. 3,2 Millionen Marktwert hat er noch immer. Und an Rüff ist jemand interessiert. Transfer alle.
Jo, den werde ich aber sicher nicht hergeben. Das finde ich einer unserer coolsten Transfers, weil er ja eben ablösefrei gekommen ist. Und jetzt durch den Wegfall von Fontanello macht er seine Sache jetzt ganz gut neben Cissé. Hat zwar immer wieder Patzer, aber gut. Das haben auf dem Niveau, glaube ich, alle. 18-jähriger Brasilianer. Ablösefrei. Gleich einladen. Und erstes Marokko-Tor. Sehr schön. Unser neuer geliehener Stürmer trifft gleich auch für seine Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch nice. Schauen wir mal, wie das mit dem weitergeht. Ich werde jetzt noch kurz versuchen, ein paar Spieler anzubieten. Ich probiere es bei ihm hier nochmal mit der Leihe und zumindest mit 50% des Gehalts. Ich probiere es auch nochmal mit Massou. Dessen Vertrag läuft aber aus. Also ich möchte jetzt sogar... Ich probiere es jetzt ablösefrei. Einfach um ihn von der Gehaltsliste zu kriegen. 6.200 in der Woche, das ist einfach gigantisch. Für unseren Verein ist das einfach viel zu viel. Noto haben wir nur auf der Leihliste. Ja. Mit ihm würde ich eigentlich auch ganz gern verleihen. Ich glaube ja, dass der echt Potenzial hätte, aber dazu muss er spielen. Und das kann er bei uns leider nicht. Oh, Cavalli terminiert sein Karriereende. Er wird sich am 3. Juni vom aktiven Fußball zurückziehen. Am 11. Mai haben wir das letzte Spiel. Ich kann leider so weit im Voraus nicht planen, aber der hat auf jeden Fall ein Abschiedsspiel verdient. Da haben wir ja schon einiges an Gehalt eingespart, dadurch, dass er jetzt zusätzlich Trainer ist und glaube ich dann nur noch Rotationsspieler, was er ja vorher nicht war. Ja. Sonst hat sich hier nicht mehr viel getan und jetzt haben wir die nächste Pokalpartie. Die schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich sag danke wie immer fürs Einschalten. Schaut mal auf die Website fußballwelt.at, da tut sich zurzeit einiges. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis bald.